Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen am größten Datenumschlagsplatz Europas. Herzlich willkommen mitten im Herzen des Internets. Herzlich willkommen bei Interaction Deutschland. Wir freuen uns sehr, dass Sie heute Abend den Weg zu uns gefunden haben, dass Sie Interesse auch zeigen an dieser Branche, an dieser Art von Geschäft. Das ist nach wie vor nicht weithin bekannt. Ich begrüße sehr herzlich und bitte begrüßen Sie mit mir Herrn Hans-Joachim Otto, Mitglied des Bundestags und parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister für Wirtschaft und Technologie. Herr Otto, Ihr Applaus. Ich begrüße ebenfalls ganz herzlich Herrn Michael Boddenberg, hessischer Staatsminister für Bundesangelegenheiten und Bevollmächtigter des Landes Hessen beim Bund. Herzlich willkommen, Herr Boddenberg. Leider kann ich nicht sehen, wo Sie stehen. Prima, sehr gut. Ihr Applaus, Sie haben es gehört. Ich möchte auch ganz herzlich Herrn Olaf Kunitz begrüßen, Bürgermeister der Stadt Frankfurt. Herr Kunitz, herzlich willkommen. Bitte erlauben Sie mir, dass ich im Sinne der Zeit nun niemanden mehr persönlich begrüße. Es sind einige illustre Damen und Herren hier unter uns. Ich freue mich über die Vertreter des Landtags, über die Vertreter des Stadtparlaments in Frankfurt, die Stadtverordneten, und ich freue mich auch über die Vertreter der Wissenschaft, im Besonderen hier aus Frankfurt. Meine Damen und Herren, was wir hier sehen, ist wirklich nicht normal. Wo Sie sich hier befinden, dieses Projekt hier, mittendrin, wo Sie jetzt gerade sind, das haben wir gestartet am 7. Oktober 2011. Seit März nehmen wir die ersten Installationen für Kunden vor, keine Sorge, nicht hier in diesem Raum, aber hier in diesem Gebäude. Und wir blicken insofern auf genau 5 Monate Netto-Bauzeit zurück. Danach wurden noch einige Tests gemacht, sodass wir dann heute die finale Übergabe feiern. Das ist Rekordbauzeit für ein hochverfügbares Hochsicherheitsrechenzentrum allerbester Güte und Qualität. Trotz dieses Tempos liegt es exakt im Zeitrahmen und vor allem exakt im Budgetrahmen. So geht es also auch. Also für diejenigen, die sich in diesem Geschäft auch nur ein bisschen auskennen, die wissen, das ist nahezu unmöglich, das geht eigentlich gar nicht. Das ist wirklich eine fantastische Sache und ich darf Ihnen versichern, alle, die daran beteiligt waren und sind überaus stolz, heute hier sein zu können, freuen sich enorm und sagen, das ist einfach nur ein Abend zum Feiern. Ich hoffe, Sie können ein bisschen mitfeiern und das auch ein bisschen genießen heute Abend. Das ist wunderschön. Vielen Dank. Wir feiern heute die offizielle Einweihung des 4. Rechenzentrums in vier Jahren. Müssen wir schon genau rechnen. 3 davon in Frankfurt und 1 an unserem Standort in Düsseldorf. Wir haben insgesamt alleine hier in Frankfurt 80 Millionen Euro investiert in den letzten 4 Jahren. Und das nicht nur in Neubauten, so wie diesen hier, sondern auch in Bestandsanlagen, die wir erneuert haben, die wir ausgewechselt haben, unter anderem um Energieeffizienz zu erhöhen. Die bestehenden 6 Rechenzentren sind, salopp gesagt, brechend voll. Bis auf ein paar kleine Ecken ist da absolut nichts mehr frei. Auch deshalb brauchen wir dieses Gebäude hier ganz dringend. Und die ersten Installationen, sagte ich schon, sind schon vorgenommen. Und es wird auch sehr, sehr schnell so weitergehen. Wir planen auch schon Frankfurt 8. Wir haben hier in der Nachbarschaft 8000 Quadratmeter Gelände gekauft. Und es wird definitiv weitergehen. Wir erwarten eigentlich seit Jahren schon, dass das irgendwie ein bisschen sich verlangsamt. Jedes Jahr, wenn wir unsere Planungen machen, denken wir, naja, die Verbindungen hier auf dem Campus, die müssen ja irgendwie mal weniger werden, denn es ist ja schon jeder mit jedem verschaltet. Das ist ja wie ein riesiges Spinnennetz. Das kann ja nicht sein, dass das so weitergeht. Mitnichten. Es wächst exponentiell, es wird immer mehr. Und das liegt natürlich auch an der Entwicklung der digitalen Kommunikation.
Sie alle nutzen, wir alle nutzen das, BlackBerry, iPhone und so weiter, müssen wir gar nicht drüber reden, aber eben auch im gewerblichen Bereich wächst das alles immer mehr. Ich will heute Abend nicht auf die Details eingehen, zumal viele unter Ihnen sind, die sich sehr genau in diesem Geschäft auskennen. Fakt ist, es wächst exponentiell und wir müssen da geradezu mitgehen. Ja, das ist natürlich ein Luxusproblem, wir freuen uns drüber, aber wir kriegen auch richtig Ärger mit unseren Kunden, wenn wir nicht schnell genug mitwachsen. Und dabei muss alles rund um die Uhr verfügbar sein. 24 Stunden, 7 Tage die Woche, 365 Tage im Jahr. Das ist unser Anspruch und das ist auch der Anspruch unserer Kunden. Das ist überhaupt nicht zu unterschätzen. Wartungsgänge, Wartungen, der Austausch von Anlagen, der Ersatz von Anlagen, Erweiterungen, Ergänzungen, Erhöhungen der Kapazitäten, Anlieferungen, Besuche, all das muss stetig und geräuschlos ablaufen, bei höchster Sicherheit und vor allem bei allerhöchster Verfügbarkeit. Es ist dieses Spannungsfeld, in dem wir uns bewegen, denn das hier ist nicht einfach nur irgendwie ein Rechenzentrum. Es ist ein Spannungsfeld, in dem wir uns bewegen. Wir stellen die besten Verbindungsoptionen in die Welt hinaus dar. Wir, Fachbegriff Konnektivität. Wir liefern Hochverfügbarkeit und höchste Qualität, auch Servicequalität. Wir müssen aber auch kommerziell tragfähige Dienstleistungen liefern und wettbewerbsfähig sein. Das, was unheimlich viel Geld kostet, wir reden von 12.000 Euro pro Quadratmeter, auf dem Sie hier stehen, 12.000 pro Quadratmeter, auf dem Sie hier stehen, denn das ist eigentlich dann Rechnerfläche. Also trotz steigender Preise, steigender Rohstoffkosten, steigender Energiepreise, alles steigt, müssen wir trotzdem wettbewerbsfähige Preise haben. Denn auch in diesem Markt gibt es richtig Wettbewerbsdruck. Sie selbst wissen aus dem Privatbereich, Sie wollen nicht für Ihre Internetanbindung oder für Ihr Internetfernsehen noch mehr bezahlen als vorher. Die Preise gehen eher die ganze Zeit in den Keller. Ja, das ist aber genau das, was diese Infrastruktur hier treibt. Und die wird immer teurer. Also scheinbar haben wir diesen Spagat noch einigermaßen bewältigt. Es ist durchaus nicht so einfach, wie es von außen aussieht. Bei allem, was wir tun, haben wir den Bedarf unserer Kunden im Blick. Wenn diese unsere Dienstleistungen nicht mehr abnehmen, wird hier überhaupt nichts mehr eröffnet, gibt es keine Party mehr. Schade. Daher geht heute Abend mein großer Dank auch und gerade im Namen aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Interaction an unsere Kunden. Nach wie vor freuen wir uns über jeden Anschluss, über jede Implementierung, über jeden Auftrag. Wir freuen uns, wenn Sie diesen Marktplatz, denn das ist nichts anderes als ein Marktplatz hier, eine Community, wenn Sie diesen Marktplatz noch mehr beleben, noch attraktiver machen, indem Sie hier Ihre Dienstleistungen einbringen, Dienstleistungen beziehen, aber durchaus auch Ihre Dienstleistungen hier an diesem Marktplatz an den Mann bringen, indem Sie vielleicht einfach nur ein Glasfaser rüberwerfen zu dem nächsten Wertschöpfungspartner, der hier auch sitzt. So läuft das heutzutage. Alles im Hintergrund. Viele da draußen kriegen es gar nicht mit. Wir werden auch in Zukunft alles dran setzen, um flexibel auf Ihre Bedürfnisse reagieren zu können. Und wir hoffen, Ihnen mit dieser Expansion auch bei dem Wachstum Ihres Geschäfts zu helfen. Herzlichen Dank an Sie alle. Viele von Ihnen sind heute hier. Dankeschön. Dankeschön. Wir helfen auch der Stadt Frankfurt. Wir helfen der Region, dem Land und sogar Europa, das darf man ganz unbescheiden sagen, indem wir diesen Standort wachsen lassen. Wir ermöglichen der Finanzwirtschaft, den Medien, den digitalen Medien, den sozialen Netzwerken und wir ermöglichen natürlich den Telekommunikationsanbietern und nicht zuletzt diesen Cloud Computing Service Anbietern, die jetzt in aller Munde sind, auch denen ermöglichen wir kontinuierliche Expansion. Hier entwickeln sich ganz neue Wertschöpfungsketten, neue Ökosysteme, es entstehen beachtliche Netzwerkeffekte, die vermeintlich im Hintergrund ablaufen, aber gleichzeitig so richtig handfest sind. Diese Branche belegt in Frankfurt ca. 300.000 Quadratmeter an Fläche. Diese Branche hat in den letzten 10 Jahren ca. 1,5 Milliarden Euro investiert in die Anlagen. Alleine hier auf diesem Hof stehen ca. 150 Millionen, also 10% davon ungefähr. Und diese Branche macht ungefähr 600 Millionen Euro Umsatz. Und dabei beschränke ich mich nur auf den reinen, ureigensten Rechenzentrumsbereich, also nur solche Infrastruktur, die diese Rechenzentrumsdienstleistung an ihre Kunden anbietet. Ich rede nicht von einem Rechenzentrum der Deutschen Bank oder IBM oder sowas. Hier in Frankfurt spielt diese Branche wirklich in der allerersten Liga, so wie die Eintracht.
Bald. Das ist eine kleine Hommage an die vielen Vertreter von Eintracht Frankfurt, die heute Abend hier sind. Ich habe den einen oder anderen gesehen. Ich freue mich sehr. Sie können sicher sein, ich werde feiern und ich darf mir diesen, also ich beglückwünsche Sie noch nicht, ne? Aber ich werde feiern als langjähriger Fan der Eintracht, darf ich das auch an dieser Stelle mal sagen. Nun ja, souverän vorne sein, weiterkämpfen, auch wenn es mal nicht so läuft, nachhaltiges Wirtschaften ist vielleicht auch ein Modell für die Eintracht, aber das ist auch ein Modell für uns, definitiv. Zurück zum größten Datenknoten und daher zum wichtigsten Cloud Computing Handelsplatz in Deutschland. Cloud Computing ist in aller Munde. Es wird teils kontrovers diskutiert, Fakt ist, es passiert wirklich. Wir erleben es hier jeden Tag, es passiert wirklich. Niemand kann sich des Charmes entziehen. Wie man es umsetzt, je nach Modell, ist unterschiedlich, egal wie man es umsetzt, es führt immer zu Ressourcenersparnis. Es spart Hardware, es spart Software, es spart Energie, mithin es spart Geld. Es ist also ökonomisch attraktiv und es ist eben auch ökologisch attraktiv. Fantastische Kombination. Unabhängige Untersuchungen ergeben, dass zwischen 30% und 50% der Energie eingespart werden kann, je nach Modell, gegenüber herkömmlichen IT-Infrastrukturen. Hier ist ein zentraler Cloud-Computing-Standort, denn Sie brauchen für Cloud-Computing natürlich die Datenanbindungen in die Welt hinaus. Die Informationen müssen dort rausgehen und müssen auch wieder herkommen. Wir sind spezialisiert. Wir tun nichts anderes als genau das. Es ist effizient, was wir tun, und das ist natürlich auch gut so. Es ist effizient, wenn die IT hier steht. Es hört sich gut an, es ist auch gut, aber auch wir kämpfen mit einigen Standortnachteilen im internationalen Wettbewerb. Und ich will diesen Abend auch nicht vorbeigehen lassen, ohne das anzusprechen. Von hier werden Daten in die Welt hinaus transportiert. Hier steht sozusagen ein Flughafen für die digitale Welt. Im Gegensatz zum Flughafen allerdings kann man die Güter, die man nach Deutschland transportieren will, eben auch im Ausland lagern. Und man kann sie dann einfach nur über kleine, dünne Glasfasern hier wieder abrufen. Das können Sie ja mit den Personen nicht machen, die nach Frankfurt wollen, oder mit der Fracht. Die können Sie ja nicht in Paris abladen und dann irgendwie mit dem Fahrrad hierher fahren lassen. Aber in der Informationswelt, in der digitalen Welt geht das sehr wohl. Und da liegt durchaus eine Gefahr. Das macht nämlich genau dann Sinn, wenn die Kosten für den Betrieb der Lagerhaltung, also sozusagen der Lagerhaltung, nämlich der Server, wenn diese Kosten für den Betrieb in Deutschland viel höher sind als im Ausland. Und genau das ist leider der Fall. Ungefähr 50% der Kosten einer Cloud-Computing-Installation über den gesamten Lebenszyklus liegen im Energieverbrauch, in den Stromkosten. Und da macht es einen gewaltigen Unterschied, ob diese Kostenposition 30% oder 50% günstiger ist. So ist es aber, und zwar nicht irgendwo in einem Entwicklungsland, sondern zum Beispiel in den Niederlanden, selbst in Frankreich oder im United Kingdom in England oder auch in Luxemburg. Ja. Das liegt bekanntlich nicht an der Stromproduktion selbst, sondern es liegt einfach an den Abgaben und Steuern. Im nahen europäischen Ausland sind die anderen Standortfaktoren, die für Deutschland gelten, in gleicher Qualität vorhanden. Exzellenter Rechtsrahmen, stabiler Rechtsrahmen, qualifizierte Fachkräfte, gute Infrastruktur, exzellente Datenanbindung in die Welt hinaus, im Besonderen in Amsterdam und London. Das EU-Datenschutzrecht tut ein Übriges, denn man kann ja prinzipiell die Daten auch dorthin auslagern. Es muss nicht unbedingt in Deutschland sein, auch wenn es da durchaus ein paar Unterschiede gibt. Also passiert ja genau das. Die Daten, die man hier halten will, werden ins Ausland verlagert. Das ist gewissermaßen schizophren, denn genau das Gegenteil wollen wir doch eigentlich erreichen. Mit den Daten gehen uns die nachgelagerten Wertschöpfungsketten verloren und mit Hunderten und damit Hunderte von Millionen von Euro. Es passiert wirklich jede Woche. Es ist nicht so, dass hier irgendein Problem dargestellt wird, was nicht existent ist. Leider wird die digitale Infrastruktur in die gesamte digitale Wertschöpfungskette in Deutschland immer noch als EDA-Technologie gesehen. Sie ist ja EDA, funktioniert ja alles. Das ist sie aber mitnichten. Die EDA-Technologie wandert ab aus Gründen, die ich eben beschrieben habe. Oder zumindest wächst sie nicht so stark, wie sie wachsen könnte.
Denn Sie werden sich ja vielleicht fragen, wieso eröffnen die jetzt hier so einen tollen, teuren Bau, wenn alles überhaupt nicht funktioniert. Naja, es geht uns schon gut, zum Glück. Wir befinden uns in einem Wachstumsbereich. Aber wenn wir hier vielleicht, um ein Beispiel zu nennen, um 20% wachsen, könnten wir gleichzeitig, wir könnten woanders um 40% wachsen. Tun wir aber nicht. Unsere Nachbarn machen uns vor. Wenn wir in Frankfurt 20 Quadratmeter vermieten, vermieten die 500 Quadratmeter in Amsterdam. Aus den Gründen, die ich vorher beschrieben habe. Die Daten sind dort und die Weichen, oder sozusagen die Schnittstellen, sind hier. Gerade noch das Nötigste, um hier an die 80 Millionen Nutzer zu kommen in Deutschland. Sozusagen ist der Wasserspeicher in Holland und der Wasserhahn ist hier in Deutschland. Dabei müsste man nur der digitalen Welt die gleichen Rechte einräumen wie dem produzierenden Gewerbe. Wir erfüllen alle Bedingungen für etwaige Entlastungen, die auch im Gesetz geregelt sind. Wir erfüllen alle Bedingungen und übererfüllen diese bei weitem. Wenn ich Schrauben oder Bleche produzieren würde, bekäme ich Entlastungen, weil ich im internationalen Wettbewerb stehe. Aber die digitale Welt ist einfach komplett außen vor. Daher möchte ich hier und heute auch eine klare Forderung an die Politik formulieren. Helfen Sie uns. Wir möchten ja nur genauso behandelt werden wie das produzierende Gewerbe, nicht mehr und nicht weniger. Und das fordere ich noch nicht einmal für uns als eigene Unternehmen, sondern vor allem sogar für unsere Kunden, die uns natürlich auch fragen, wieso ist das so mit den Energiepreisen, die auch vielleicht nicht immer genau die Zusammenhänge kennen. Letztlich sind es die Kunden, die das alles tragen müssen, bis hin zum Endkunden, bis hin zum Endverbraucher. Ich darf mir an dieser Stelle allerdings doch bitte auch mal ganz unkonventionell und unabhängig von Parteigeplänkel erlauben, ein Lob für die beiden folgenden Redner auszusprechen. Sowohl Herr Staatsminister Boddenberg als auch Herr Staatssekretär Otto haben die Bedeutung dieser Branche schon frühzeitig erkannt und haben auch die Standortnachteile gesehen. Ich weiß, dass sich beide im Rahmen ihrer Möglichkeiten eingesetzt haben, auf Landesebene, auf Bundesebene. Da gibt es einige Aktivitäten von Ihnen beiden und ich gehe davon aus, dass wir von Ihnen dann in den beiden Reden in der Folge auch noch was zum Status quo oder auch zu weiteren Vorgehen hören. Ich meine, dass man in Zeiten, in denen so viel von Politikverdrossenheit gesprochen wird und das allgemeine Vorurteil herrscht, die machen ja sowieso nichts, da kann man auch mal sagen, sie machen was, bisher noch nicht unbedingt mit greifbarem Ergebnis für uns hier, das würden wir uns wünschen, aber das ist ja auch nicht so einfach und ich möchte von hier aus durchaus auch einen Dank aussprechen und gehe davon aus, dass es dem einen oder anderen Betroffenen hier im Auditorium vielleicht auch ein Applaus wert ist. Dankeschön. Ich nehme an, das waren alles Vertreter dieser Branche. Jetzt, und wenn wir schon dabei sind, dann kommt noch ein unerwartetes Lob. Hören Sie vielleicht auch selten, aber wenn man solchen Bauvorhaben durchzieht wie das hier, dann arbeitet man sehr, sehr eng mit den zuständigen Behörden zusammen. Bauaufsicht, Feuerwehr, Sicherheitsbehörden und noch einiges mehr. Es klappt prima. Ich sage ganz herzlichen Dank dafür. Der zuständige Bürgermeister, Herr Kunitz, ist unter uns. Ich habe es eingangs gesagt. Ich finde es toll und geben Sie das bitte auch Ihren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen weiter. Wir tun das, sofern wir Kontakt haben. Ich denke, es liegt immer auch daran, wie man arbeitet, wie es in den Wald reinruft, so schallt es auch wieder raus. Und ich glaube, wir wissen, was wir tun, aber die Behörden wissen schon auch, was sie tun. Und ich bin froh, dass wir das so zum Wohle der Stadt und der Region hinbekommen haben. Auch danke dafür. Zum Abschluss noch ein paar Worte zu diesem Gebäude Frankfurt 7. Wir haben das einfach chronologisch durchbenannt. Sie stehen hier in 21 Millionen Euro Investition, 1500 Quadratmeter Netto-Rechenzentrumsfläche, fast 3000 Quadratmeter Bruttofläche. Das lässt die Gesamtbruttofläche unseres Campus hier auf ca. 25.000 Quadratmeter wachsen und die gesamtdeutsche Fläche auf über 40.000 Quadratmeter. Hier stehen die neuesten Anlagen natürlich, die letzte Generation mit höchster Energieeffizienz. Dieses Gebäude hier wird gespeist ausschließlich nur aus erneuerbaren Energien, die aus Wasserkraft aus Norwegen stammen. Wir haben hier Innovationen umgesetzt und auch eine Evolution gesehen, denn auch wir lernen dazu im Detail. Es gibt besondere Lüftungsklappen, es gibt Redundanzen in allen Anlagen, alles miteinander verschaltet, intelligent verschaltet, gleichzeitig flexibel. Wir haben das Lights-Out-Prinzip umgesetzt. Es muss niemand mehr ins Rechenzentrum bei irgendeiner Wartung, irgendeiner Anlage. Einiges davon dürfen Sie sich heute Abend auch anschauen. Frankfurt 7 liefert für die Kunden
zusätzliche 2 Megawatt Strom. Wir haben mittlerweile 16 Dieselgeneratoren hier auf dem Hof stehen. Die Notstromaggregate reichen aus, um eine Stadt mit 140.000 Einwohnern zu versorgen. Das ist nicht der Stromverbrauch, sondern das sind die Notstromaggregate. Die Klimakapazität entspricht 130.000 Kühlschränken und die Kapazität der Löschanlagen ist gleichzusetzen mit 60 Löschzügen. Gleichzeitig zu dem Bau des Rechenzentrums haben wir auch noch unsere Büros um- und ausgebaut. Stetiges Mitarbeiterwachstum, aber auch steigende Anforderungen unserer Kunden zwingen uns dazu. Ja, das Qualitätsbedürfnis und der Wunsch nach ständiger Kommunikation am Marktplatz waren die Treiber dabei. Das kommt also auch unseren Kunden zugute, wenn sie sich hier treffen wollen. Es ist aber auch schöner für unsere Mitarbeiter. Und das ist auch gut so. Denn sie haben gehörigen Anteil daran, dass wir so wachsen. Also manchmal ist es ziemlich hart, eben 24x7, 365 Tage im Jahr die Dienstleistungen bereitzustellen. Ja? Auch an Weihnachten, auch an Silvester. Man kommt mal am Wochenende rein, muss noch einen Handgriff machen oder nachts um 3:30. Das ist hier normal. Es ist hart, dafür zu sorgen, dass immer alles läuft. Es ist auch hart, im Wettbewerb zu bestehen. Aber man wird auch belohnt durch die Zufriedenheit der Kunden. Und damit diese noch wächst, haben wir auch investiert in schönere Konferenzräume. Kommen Sie mal zu uns, besuchen Sie uns, lassen Sie uns mal darüber reden, wie wir gemeinsam weiter wachsen können. Apropos Härte. Ich hatte es eingangs schon erwähnt. 5 Monate Bauzeit ist Rekordzeit. Jetzt an so einem Tag kann man natürlich sehr schön feiern. Das war aber auch nicht immer so richtig so zum Feiern. Ne? Einigen Mitarbeitern, die hier gearbeitet haben, reicht es jetzt auch wirklich mal für ein paar Tage. Ich habe es eingangs schon gesagt, was hier passiert ist, das ist quasi unmöglich. Dafür muss man Hand in Hand arbeiten, mit loyalen Mitarbeitern, mit loyalen Kunden und eben auch mit loyalen Dienstleistern und Lieferanten. Wir haben dieses Projekt gemeinsam mit dem Konsortium durchgeführt, das uns auch schon seit Jahren beim Bau unserer Infrastruktur begleitet. Gemäß unseres Konzepts, dass diejenigen, die es bauen und auch später warten und betreiben sollen, dass die auch eine Identifikation mitbringen für diesen Standort hier. Es soll ihnen Spaß machen, sie sollen auch Geld verdienen dabei und sie sollen sich auch damit identifizieren. Gemäß diesem Konzept arbeiten hier mittelständische Unternehmen aus der Region, die deutsche Wertarbeit liefern. Ich darf ruhig mal so einen konservativen Begriff verwenden. Ich weiß, wie andere Projekte woanders laufen. Wie die aus dem Zeitbudget laufen und wie die aus dem Kostenrahmen laufen, das weiß ich sehr wohl. Und die Qualität ist dann trotzdem schlecht. Hier war es wieder eine Punktlandung und es war absolut nicht leicht. Daher geht mein Dank und unser Dank an dieser Stelle auch an das Team der Arbeitsgemeinschaft AGE Interaction Frankfurt 7. Das ist der komplette Titel dieses Unternehmens. Bitte, das ist auch ein Applaus wert. Herzlichen Dank. Meine Damen und Herren, ich möchte zum Ende kommen, keine langen Worte mehr machen. Ich danke Ihnen wirklich für Ihr Interesse und für Ihre Aufmerksamkeit und auch für Ihre Anteilnahme hier. Ich möchte jetzt das Wort an Herrn Boddenberg übergeben, der uns, wie gesagt, sicherlich auch einiges zur Standortpolitik hier sagen wird. Herr Boddenberg, bitteschön, Ihr Pult. Danke.